Ja, das Universum lebt. Das Universum hat heute ganz viel Stress gemacht. Ich hoffe mal, dass es jetzt funktioniert. Die haben da irgendwelche, was weiß ich, was die da gemacht haben. Das und also. Aber ich bin jetzt auf Kobali Prime an der Konsole und hier, da ist der alte Colonel, den wir kennen, aber hier, das ist die Konsole, auf die es heute ankommt, weil ich, ja, wenn man Sachen sammeln will, macht man manchmal Dinge, die man schon gemacht hat, immer wieder und wieder und wie. Das nennt sich Grinde, nicht Grinch. Der Grinch ist grün und hässlich, aber ich nicht. Ich bin. Na, ich bin nicht der Grind, aber ich mach den halt, ne? Und jetzt. Hier mein Transporter. Ich will für die beiden Missionen. Ich mach mal die Karte auf. Ihr seht, die sind hier ganz, ganz furchtbar weit oben. Und da hier zu dem Ding da rechts, so dieser grüne Kreis nahe dem weißen, ja, da will ich jetzt hin. Hallo Hank Basis. Ja, Raclette und Omelette sind auch mit dabei. Dann geht's jetzt los. Nee, 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 nee. So, hier. Und wegen noch was, also. Ihr seht, so ein bisschen habe ich vorhin versucht, was zu machen, aber das war irgendwie schief gegangen. Ne? Aber ich habe von dem Aufgabensystem, also ganz tolles Zeug, da wird man richtig stark, so alle werden stark, die daran sich beteiligen, so bei alle Captains kriegen im Aufgabensystem, also ja, gute Sache, das Aufgabensystem. Ich bin Packlet, ich verstehe es nicht, aber es ist gut, habe ich gehört. Habe ich auch gemerkt. Also ich bin viel stärker, als ich eigentlich bin. So, und jetzt schieße ich hier mal so auf Watwa. Wir belagern das Ding hier. So. Ich soll ja, ich habe mir so zwei Tetrenwummen zugelegt. Die sehen richtig cool aus. Und ja. Ha, eben Mann mit Zylinder und Pistolen. Wie nennt man den? Sir. Oder Großhutträger. Mächtiger Großhutträger. Oh, jetzt aber könnte mal langsam hier das Ding merken, dass es also uns gehört. Na also. Beute, Beute. Beute, Beute.
Ich meine, das ist jetzt hier, habt ihr gesehen, ich bin hier so diese ganze Kampf mal so, ich mach mal hier ein bisschen mehr Stress und gebe den mehr aufs Zeug. Aber allein bin ich hier auch nicht drin, sonst wäre, weil diese. So, dann irgendeine andere Operation, wo ich zufällig in der Nähe war, meint, nee, du hast nicht mit. Ist mir egal, ich habe was bekommen. So. Jo, und jetzt kriegen die hier auch. Ja, da hat jemand also seine ganz mächtig schlaue Leute angeheuert. Ich meine, ich kann meine auch schlau machen, aber ein bisschen Sorge habe ich, wenn die dann schlauer sind als ich, ob die dann nicht Captain werden wollen. Oh, ich weiß ja nicht. Mal gucken. Congratulations. Na, auf jeden Fall, ihr könnt hier also sowas von nicht. Finde ich praktisch. Jetzt ist nämlich das hier schon gehusselt. Also wir haben hier die vier Teile sabotiert und jetzt geht's zurück in. Nee, du machst das jetzt nicht rot. Ich schieße ihn in den Rücken, das kann ich. Und jetzt bin ich hier. So, und wenn ich hier bin und gerade nicht im Kampf. Ich habe hier wieder diese kleinen Tetra 7 Dual-Kanone. Bestimmt toll. Und ich habe jetzt meine privat zugeteilte Wumme. Die gehört ganz mir, solange ich unterwegs bin und packlet mit Spaß. Und jetzt. Ja. Halt. Gute Waffe macht Spaß, kann man einfach sagen. Da ich hier gerade so rumstehe, also so, ich bin ja Taktiker und also für Taktiker das ein, so, die fieseste Gemeinstark-Kombination sind die ist ein Ding, das nennt sich Motivation. Das ist nur ganz schön teuer und ich habe hier mit das ist viel billiger. Ich habe hier so ein Ding, das heißt anpassen. Das heißt auch so von den Borg bin ich gegen Energieschaden immer so ein bisschen immun. Und hier meine ganzen Gemeinheiten sind also richtig toll. Einziges, es steht ein bisschen im Weg. Ich sortiere das mal hier kurz um. Hab ja Zeit. Weil dann. Dann kommt er zwar ein bisschen später, aber Sachen so, die dann so richten, ne, so ist die Magie halt ein bisschen später dran, aber das funktioniert halt total freundlich. Also, dann macht es halt hier bei den, dem großen Kino, das ich auch ganz gerne dauernd so drin habe, macht es keinen Mini-Sabotage, sag ich mal, indem sich dann quasi immer in den Weg schmeißt und sagt, es ich, nein. Also da muss man halt gucken. Gilt auch so für die Motivation. Die muss man auch irgendwie so platzieren. Das ist doch nicht. Ja. Aber ich habe doch jetzt hier was fertig gemacht. Jo. Mission hat gesagt, sie ist. Jetzt hier habe ich diesen Tycoon Limbs. Den kennen wir schon vom letzten Mal. Also von gestern. Und ich sammle
Also und Captains, wenn ihr so kein Taktiker seid, vertraut dem Taktiker. Das Ding mit dem Anpassen, das klappt bestimmt auch irgendwie bei euch. Das muss man da mal. Müsste mal ausprobieren. Kostet nichts, aber ich mein, warum soll das da nicht auch so Sachen mit euren schicken Fähigkeiten machen? Ja, ne, so und vertraut dem Taktiker, das klappt bestimmt, glaube ich. Jetzt muss ich hier lang. Rennen wir hier einfach mal ein. Also. Ja, da ist einfach ein ganzer Klumpen von was war. Denen geht's nicht gut, weil ich war da. Hier, ihr stört nur. Euch brauche ich auch nicht. Dich brauche ich noch weniger so. Und jetzt mache ich klein. Mal gucken, ob meine beiden. Nee, die hauen sich draußen. Dann sollen die das von mir aus machen. Ja, also mit in Deckung und von hinten. Also so, ich meine, also von der Rücks. Und da hört sich alles falsch an. Aber da haben sich jetzt Omelette und Raclette beide mächtig ins Zeug gelegt und die haben die jetzt gebratzelt. Und ich habe da überhaupt keine Arbeit. Das ist so toll mit, wenn die Offiziere wissen, was die machen, dann sind die richtig, ja, dann können die was. So, und jetzt hier dem geben wir jetzt auch. So, jetzt bin ich schon Schlangenvernichter. Ich mache jetzt hier einfach alles sozusagen andersrum. Wir krempeln quasi hier die ganze Taktikstrategie auf links. Und alles bin ich. Mein Paklettkopf hat's ausgedacht jetzt gerade. Behaupte ich mal so. So, jetzt haben wir hier nur noch hier vorne das Kruscht, das Restezeug. Ne? Hier ist auch irgendwie gerade keine Gesellschaft, aber ich meine, hey, wenn irgendwo Ärger ist, kann man ein Packlet ruhig hinschicken, der hat da keine Probleme. Jo, und jetzt jage ich hier einfach mal das Umf hoch. Seht ihr? Umf ist hochgeladen. Gejagt, also die Raumladungen. So, und jetzt bin ich hier schon auf Ärger vorbereitet. Immer hier so ein paar Hüssel, die mir in den Rücken. Aber hier, also, erstmal gebe ich dir jetzt hier mein Taktiker-Honcho. Und jetzt hast du hier diese Unterstützungsdrohnen geholt, aber die bratzel ich dann auch. Ist ja ganz lustig, also, aber. Und das waren mehr als zwei, aber auch da sage ich mal: Omelette, Raclette, Kampfschweinchen, habt ihr prima gemacht. Und jetzt nehme ich mir nochmal so ein Ding, gibt wenig Marken, aber wieder so eine blaue Kugel. Und dann sagen wir noch: Didi! Jetzt habe ich nicht gelootet, aber ich werde hier gerade. Oh, Kim schon wieder. Nee, 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 nee. Ich habe ihn gern. Simba. Ha. Jo. Das waren einfach mal zwei blaue Kugeln für heute. Und morgen kann ich das wieder so. Ja, also hier einfach Ikoniana Marken war ja das Bundes war ja das erste. Und hier jetzt so in knapp 20 Stunden könnte ich dann wieder hier hin und kann wieder. Jetzt gucke ich mal beim Ruf. Ich will ja hier noch. Das ist halt damit meine
Drei brauche ich noch, also könnte ich heute Spezialoperationen machen, so einige, so drei oder wie gesagt, einfach morgen das mit den beiden, aber mal sehen, was passiert so im Laufe des Abends. Aber das ist jetzt erstmal hier. Also, ich bin durch. Und das mit dem Ballern, das finde ich cool. Vielleicht ich frag mal den Flauschi.